Was heißt denn hier, oh Gott? Das ist voll die gute Zeit. Nein. Ich weiß nicht, was du hast, Micha. Das ist ziemlich gut. Hängst du noch eine dran? Ja. Oh. Oh shit, jetzt bin ich rausgefahren. Oh. Halb so wild. Lade dich ein zu Kaffee und Kuchen, zu gladiertem Meerschwein. Micha, ohne Scheiß, das ist nicht witzig. Was ist das denn für eine Zeit? Schon über die Ziellinie hier in dem letzten langsamen Sektor biegt er jetzt auf die langgezogene Rechtskurve auf Start und Ziel ein. Und eine 1.18.6.2.6, der vierte Platz damit auf den Medium-Reifen. Schauen wir nach, was die Konkurrenz anzubieten hat. Nur Soft, Habermann und Bartholomäus, die einziehen auf dem Medienstreifen. In der ersten und zweiten Startreihe. Oh, Bartholomäus scheint auf einer schnellen zweiten Runde zu sein. Nur 10.000stel langsamer im ersten Sektor als seine erste Bestzeit. Da für den zweiten Sektor hier Butterweich passiert. Schnell durch die Links-Links-Kombination geht es jetzt wieder in das schnelle S. Der erste Schwung vom S noch etwas langsamer als der zweite. Kommt hier sehr schön durch und ein paar Curbs mit, aber das macht für die Ideallinie gar nichts. Und eine neue Bestzeit im zweiten Sektor. Er ist auf Pole-Kurs. Die langsamste Kurve auch mit locker gemeistert. Die letzten Kurven. Wenn er sich jetzt nicht aus der schnellen Rechtskurve, in der langen Rechtskurve dreht, dann wird er sich die Pole gesichert haben. Und so ist es, meine Damen und Herren. 1.18.98. Zweieinhalb Zehntel schneller als. Viel Erfolg. Viel Glück. Und das Rennen startet in Mexico City. Bartholomäus von 1, Habermann von 3. Dazwischen Hamilton, der sich jetzt schon direkt die Pole holt. Hier aus der Ansicht von Hamilton. Björn. Verstappen auch vorbei. Hamilton und Verstappen. Verstappen haben sich vorbeigeschoben. Jetzt Bartholomäus sich auf 2. Nein. Sehr unvorsichtig. Sehr, sehr unvorsichtig. Das wird die Plätze kosten. Bis auf Platz 9 runter. Habermann etwas besser da mitgekommen, aber das war ein extremer Fehler. Und jetzt fast dasselbe nochmal. Das ist hier sehr gefährlich, wie er versucht, an Verstappen vorbeizukommen. Kommt jetzt hier sehr weit raus. So, und pendelt sich jetzt auf Platz 8 ein. Und hängt hinter Verstappen. Von der Pole auf die 7. Das ist nicht der Start, den Björn sich erwünscht hat. Gott, ich halte gerade alle auf. Hält sich zum Angreifen. Einmal von außen angreifen, Verstappen. Das dürfte nicht reichen. So ein schweres Auto ist doch was anderes. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in den schnellen Passagen. Die Beschwerden über die vollen Autos. Das sind sie natürlich gewohnt, aber immer wieder überraschend sein. Volles Auto. Und wir gehen rüber zu Micha. Der hat sich hinter Hamilton geschoben. Alter, der Red Bull ist super übel schnell da hinter mir. Und
kleinen Fenster sehen wir den Kampf mit Verstappen von Björn. Kann sich durchsetzen. Hamilton kann sogar absetzen. 4,3 Sekunden. Ach ja. Ja, und Michael macht jetzt ein bisschen Zeit gut. Ist unter die 4 Sekunden gerutscht. Und dürfte in Kürze dann auf Angriffskurs gehen, so wie wir ihn kennen. Sehr sauber hier durch das S. Und auch im ersten Sektor die Bestzeit. Im zweiten schneller als zuvor. Letzte Schikane vor Start und Ziel. Und dann gehen wir rüber zu Björn, während Lewis Hamilton hier die Bestzeit fährt. Direkt geschlagen von Micha. Das kennen wir von. Ich habe echt Probleme mitzuhalten hier mit den Softleuten. Beschwerden aus dem Renault-Cockpit. Ich konnte mich jetzt gerade ein bisschen absetzen. Werden laut. Aber auch nur, indem ich viel Sprit verbraucht habe. Nicht zu vergessen, dass beide Probanden hier auf Mediums unterwegs sind. Ich hoffe, ich kann außerhalb des DRS-Fensters bleiben. Oh, Ricardo ist raus. Dein Teamkollege. Na klar. Scheint ein bisschen verhext zu sein bei Renault. Aber jetzt auch hier die absolute Sektorbestzeit von Björn. Hat natürlich ja ein bisschen den Windschatten von Leclerc. Man muss sich jetzt überlegen, wann und wie er angreift. Denn Platz 7, das dürfte ihm zu wenig sein, nachdem er von Pole gestartet ist. Fährt hier grenzwertig durch, aber Flügel auf. Und das dürfte ihm ein paar Meter auf Leclerc geben. Spät gebremst. Und jetzt geht's, was ist. Dann könnte er es wieder versuchen, so wie die Runde zuvor. Und er schmuggelt sich im Grunde durch. Ist auch jetzt nicht hundertprozentig sauber. Aber bleibt vor Charles Leclerc. Be aware, there's an incident in the next part of the track. No overtaking through Micha. Sieht die gelbe Flagge auf der Seite. Und bleibt voll. Wieso darf der mich überholen? Es ist gelbe Flagge. Ja, Björn beschwert sich hier zu Recht, dass der von Leclerc wollte in der Gelbphase. Dürfte eigentlich eine Strafe für Leclerc nach sich ziehen. So, Hamilton 5 Sekunden jetzt weg von Michael. Da könnte er einen etwas schwereren Fuß jetzt gebrauchen, um da mitzukommen. Aber wie gesagt, Medium Reifen, das ist dann doch der kleine Nachteil. Demnach dürfte Lewis Hamilton vor Micha und Björn in die Box gehen. Sergio Perez eine Sekunde hinter Micha. Sebastian Vettel anderthalb dahinter und Valtteri Bottas auf 5. Kann sich hier nicht. Oh nein! Nein! Bitter! Das ist bitter. Jan geht vorbei und wir gehen rüber. Fuck! Und auch eine passiert Micha auf diesem Schnitzer. Und somit haben wir die neue Reihenfolge. Sebastian Vettel auf 3, Valtteri Bottas 4, Björn auf 5, Charles Leclerc auf 6 und Micha auf 7. Das ist jetzt für Micha angreifen, angreifen. Nicht locker lassen. Diese Reifen werden etwas länger halten. Wie sieht die Nummer 5? Und aus dem Renault-Cockpit heraus können wir spielen. Valtteri Bottas. Und gerade diese Passage hier, die mag Björn besonders, geht hier mit ordentlich Geschwindigkeit jetzt hier durch die rechts-links. Wirklich grenzwertig. Wirklich grenzwertig. Was die Stewards dazu sagen. Wahnsinn. Auch hier
Siege sind halt raus, aber das gibt ihm auch die absolute Bestzeit im zweiten Sektor. Und gerade hier schließt er immer wieder gut auf. Das Triple Fatale vor ihm. Wir werden sehen, wann er dort angreifen kann. Aber jetzt zurück zu Micha, der sich Leclerc zurückholt. Sehr lang. Das könnte reichen. Und das tut es auch. Micha schiebt sich auf 6. Oh, Leclerc ist noch... Oh, da gab es eine Berührung. Aber er setzt sich durch. Leclerc ist hinter ihm. Erstes Ziel. Ja. Hat ja ein bisschen mehr freie Fahrt als Björn das hat, der im Renault jetzt hinter Valtteri Bottas hängt. Es bildet sich ein kleiner Pult. Und mein Hauptprogramm Björn im Fahren jetzt. Nase am Flügel. Weit ist es nicht mehr. Jetzt kommt eine starke Passage von Björn. Da könnte es schwierig sein für mich, da dran zu kommen. Hat hier ein bisschen größere Autos schon. Da gab es eine leichte Berührung zwischen Bottas und Björn, aber Björn ist vorbei. Das war sehr knapp. Da hätte mich ja hier den zweiten provozieren können, diese Aktion. Auch jetzt ist DRS und wir gucken unten links ins Fenster, ob er weiter Bottas doch noch kriegen kann. Aber der Mercedes ist unglaublich schnell. Wahnsinn, wir haben nicht reingucken. Auch Björn bemerkt das, wie Bottas von hinten drückt. Aber auch nach vorne. Sebastian Vettel ist das nächste Ziel. Bottas ist jetzt der Puffer zwischen Björn und Micha. Nicht unwichtig. Aber wie wir Micha kennen, wird das nicht lange so bleiben. Beißt sich gerne in solche Duelle. Der wahrscheinlich bessere Fahrer. Björn eher der aggressive Risikofahrer, wobei sich Micha ja jetzt gedreht hat und hier sehen wir wieder den großen Schlenker, den Björn macht. Hat diese Kurve nicht wirklich unter Kontrolle, verliert aber dabei nicht unbedingt an Zeit. Jetzt geht es an Sebastian Vettel an. Und wieder diese Stelle, die nutzt er jedes Mal zum Überholen. Und auch hier wieder eine kleine Berührung. Sergio Perez ist sein nächstes Opfer, Fragezeichen. Und hier gehen rüber. Sicher. Der sich jetzt ebenfalls den Vettel holen möchte. Der hat aber noch DRS von Björn. Da dürfte auf dieser Garten nicht rankommen. Sehr spät gebremst. Sehr, sehr spät. Oh, das war Vettel. Das sehr späte Bremsmanöver. Ich würde sagen, Bremsen und Reifen sehr heiß in dem Moment. Der Grip geht verloren. Aber es war Vettel. Man könnte jetzt sagen, okay, das hat geklappt. Aber das ist natürlich nicht das, was es sich gewünscht hat. Ja, das ist dann doch wieder außer Sichtweite. Nein! Oh, dreckige Scheiße. Oh, wird sehr geschimpft aus dem Renault-Cockpit. Es scheint doch alles ganz okay zu sein. Björn ist noch viel gerutscht, wenn wir das sehen. Knappe 7 Sekunden jetzt von Michael. Ah, Kacke! Entfernt. Mist! Wunderschöne Zuschauerkulisse. Und die letzte Kurve nicht so trivial, wie sie aussieht. Da muss man mit dem Gasfuß aufpassen. Und wir gehen zu mir, der Platz 2 der Valtteri Bottas sitzt. Wir können davon ausgehen, dass Lewis Hamilton jetzt rausgegangen ist. Und hat damit die Pole an seinen Teamkameraden Valtteri Bottas übergeben.
Walter Bottas das einfachere Ziel? Fragezeichen? Ist das so? Schreibt's in die Kommentare. Ah ja, das sieht deutlich besser aus. Jetzt die Kurve. Ja, auch die sehr viel schöner als zuvor. Und jetzt kommt dann gleich wieder die Passage, wo er es liebt, zu überholen. Aber das wird nicht reichen. Walter Bottas wird noch ein ganzes Stück weg. Aber Michael ist nicht mehr weit. Ist knappe 6 Sekunden. Oh, und jetzt geht Björn in die Box. Direkt hinter Walter Bottas. Das ist relativ früh. Jungs. Interessant. Auch Micha geht in die Box. Oh, das ist sehr, sehr spannend. Beide gehen ran. 2,7. Oh, was ist jetzt passiert? Das sah nach einem Kupplungsproblem aus bei Björn. Oh, und Micha geht hinter dem Ferrari raus. Der Renault-Stop, alles andere als optimal. Jetzt auf soften Reifen unterwegs. Boah, die Softs sind krass hier auf der Strecke, der Unterschied. Ja, vor allem frisch, ne? Ja, richtig krass. Und jetzt dürften wir dann bald hier Bestzeiten purzeln sehen. Boah, wie Kleber. Hinter Leclerc. Wieder eine leichte Berührung. Dafür ist er aber bekannt. Drängelt sich gerne mal den Weg durch den Pulk. Oh, das sieht gut aus. Hier will er überholen. Das ist sehr tricky. Oh, das ist sehr gefährlich. Aber das macht er. Da steckt Leclerc zurück. Oh, jetzt ist es wild. Micha hat hier lustige Ideen. Aber mal sehen, was draus wird. Von Platz 8 auf Platz 7. Oh, das ist oh, Latifi nimmt er auch noch mit. Das ist ja wie im Supermarkt hier. Eins nach dem anderen wird in den Wagen des Erfolgs gelegt. Und jetzt kommt Giovinazzi. Das sieht aus, als würde er reingehen. Das tut er auch. Und Giovinazzi in der Box und Micha auf Platz 5. Hinter Bottas, der jetzt auf Hartreifen natürlich durchfahren möchte. Und jetzt sehen wir den Angriff vom Renault-Fahrer. Björn auf Sergio Perez. Das hatten wir schon mal, das Duell. Vor ein paar Runden. DRS gibt es noch nicht, aber hier sehen wir schon die erste absolute Bestzeit im ersten Sektor. Und kann jetzt vielleicht an Racing Point vorbei, aber bleibt hier geduldig. Wird er jetzt auf und fährt hier ein bisschen strebt von der Strecke ab. Man hört immer wieder Knackgeräusche aus dem Renault-Cockpit. Da könnte man auch mal wieder nachbessern, möchte man meinen. So, in der Kurve auf Start und Ziel könnte die Bestzeit dann jetzt auch wieder fallen. Und das tut sie auch. 1:19:05.04 von Björn. Und Hamilton ist jetzt 10 Sekunden weg. Und es sind noch 6 noch zu gehen. 1:19:08.09 von Michael. Das ist nur unwesentlich langsamer. Hat Walter Bottas schon im Blickfeld. 2 Sekunden und dürfte eigentlich mit den Reifen den ganz klaren Vorteil haben. Wenn hier nichts Schlimmes passiert, müsste er Walter Bottas eigentlich kriegen. Bottas auch hart unterwegs. Ja. Das sieht man besonders hier in dieser Passage, der Reifenvorteil enorm. Wir haben vorne Sergio Perez dann auch noch dazu schlägt auf Mediums. Das heißt, Bottas und Perez müsste nicht einmal kriegen, um wieder an Björn ranzukommen.
sehr spät wieder gebremst. Und da sehen wir auch den leichten Gripverlust durch die hohen Temperaturen und die nächste 1.19.2.0. Und jetzt könnte Valtteri Bottas fällig sein. Aber der Mercedes ist einfach unglaublich schnell. Und jetzt geht aber der Flügel auf. Der Flügel geht auf und der McLaren kommt dran, aber das reicht einfach nicht aus. Der Mercedes ist zu schnell. Sehr spät gebremst, mehr Grip. Und das reicht. Oh Mann, Hamilton. Irgendwie muss ich an den ran. Der hat am Start davon profitiert, dass wir da Probleme hatten. Der geht nämlich im Championship sonst an mir vorbei. So, next stop für Micha ist Sergio Perez und für Björn ist es. Aber 6 Sekunden in den verbleibenden 5 Runden. Das ist kein Pappenstiel. Wieder weit außen angefahren. Reingestochen in die letzte Kurve. Sehr hoch gedreht hier am Ende. Und wir jetzt wieder über die mit einer 1.19.647. Nicht schlecht. Aber auch nicht überragend. So, und Micha ist vorbei an Sergio Perez. Und das nächste Ziel heißt Björn. 8 Sekunden trennen die beiden Hauptcharaktere dieser Videoserie. Fährt immer enorm späte Bremspunkte. Aber es funktioniert. Hat er noch einen leichten Benzinüberschuss für die letzten 4 Runden. Kann also noch was abrufen. Da können wir gleich mal gucken, wie es bei Björn aussieht. Hier haben wir noch 0,8 Runden Überschuss. Das dürfte gut für 2,5 Runden. Mit einem schnellen Gemisch reichen. Und die Zeiten beobachten, sehen wir, dass der Renault so langsam zum Mercedes aufschließt. Hamilton gerät jetzt unter Druck. Auch hier der Reifenfilter. Soft für Renault, Medium für Mercedes. So, der McLaren 1.20.459, aber Bestzeit im letzten Sektor. Und wir sind wieder im Cockpit von Björn bei Renault, der nicht unbedingt zufrieden ist in diesem Rennstall, hat immer wieder in der Presse verlauten lassen, dass sein Vertrag ja dieses Jahr ausläuft. Genauso wie Micha, dessen Vertrag auch ausläuft, der sich aber sehr wohl fühlt, nach eigenen Aussagen bei McLaren. Sollte er aber Weltmeister werden, was hält ihn? Was? Und hier haben wir den Überschuss. 0,3 Runden, das ist nicht mehr so viel, aber es könnte reichen, um Lewis Hamilton noch gefährlich zu werden. Er kommt jetzt schon gefährlich nah und hat dann noch genügend Zeit. Sebastian Vettel jetzt ausgeschieden aus dem Rennen. Was mag da passiert sein? Und sind wieder offen im Flügel. Kein Kraut gewachsen ist in der Endgeschwindigkeit gegen den Mercedes. Das ist natürlich frustrierend für alle Fahrer, hinter diesem Mercedes herzufahren. Aber er wird jetzt getauft. Jetzt dranbleiben. Mal los, Henry. Kann hier im Windschatten natürlich auch ein bisschen Reifen und Benzin sparen. Fährt auch aktuell auf Standardeinstellung.
um nicht alles. Flügel auf. Und jetzt wird's interessant, denn hier kommt die Stelle, wo er es wieder versuchen kann. Und er macht es. Er geht vorbei an Lewis Hamilton. Und das ist jetzt die Pole. Björn ist auf Pole im Renault. Er kann hier nicht zurückschlagen in der Kurve. Und zu gehen. Und wir gehen zu mir. Immer noch sehr viel Benzinüberschuss. Dürfte sehr schwierig werden, jetzt hier Hamilton noch zu bekommen. 9 Sekunden haben wir vor aus der Box für ihn. Wenn hier nichts mehr schief geht, dann haben wir beide wieder auf dem Treppchen. Wie Micha immer berichtet, eine magische Marke. Wenn die überschritten ist, dann fangen die Reifen an nachzulassen. We've only got 2 laps of fuel left. Vorne Björn jetzt mit mehr als einer Sekunde vor Hamilton. Das heißt, er fährt aus dem DRS-Fenster raus. Verringert natürlich hier die Gefahr, dass Lewis Hamilton noch mal zurückkommen kann. Oh, hier auch wieder wenig Traktion. Sehr aggressiv gefahren. Nicht ungewöhnlich für ihn. Aber der Rundset. Der Grip für 1:21.998. Und es geht in die letzte Runde dieses Rennens. Es sieht so aus, als würde Björn, der von Pole gestartet ist, das Rennen auf Pole beenden, nachdem er am Anfang auf Platz 9 gefallen ist. Ein kleiner Fehler von Micha hat ihm die Chance auf den Sieg genommen. Der eine Dreher hat ihn so weit zurückgeworfen. Und trotz eines kleinen Fehlers beim Auskuppeln in der Box kann der Renault jetzt hier die letzten Kurven noch ungefährdet. Ja, jetzt geht er hier auch gar kein Risiko mehr ein. Jetzt nimmt er hier die letzten Kurven. Ohne sich noch verrückt machen zu lassen. Lewis Hamilton im Rückspiegel kann ihm da jetzt auch nichts mehr anhaben. Früh in hohe Gänge geschaltet, um jetzt zu vermeiden, dass doch noch irgendwas schief geht. Und das reicht natürlich aus für den Renault-Piloten. Und das ist der Sieg. Und Michael im Renault rutscht dann nochmal kurz weg. Ach, danke schön. Und geht jetzt über die Linie. Wenigstens Mexiko. Sieg für Renault, McLaren 3. Formula One Grand Prix de la Mexicana. So, 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6. 6-6? Krass. Ja. Ja, und die anderen Mal habe ich so hart verkackt, dass du einfach einen Monstervorsprung hast.